Es müsste der Rentnertrupp sein, ne? Der jetzt, was ist das hier? Die dann immer hier rumwandern. Ja, komm mir nicht zu nah. Ja, das ist eindeutig der Rentnertrupp. Hallo? Meine Güte. Der haut aber auch zu. Macht mal hier nicht so einen Krach, Leute. Alles okay? Wow! Bitte nicht so einen Krach machen. Wow! Noch ein Lootbeutel. Nehm ich. Wo sind sie denn jetzt? Hallo? Wir eskalieren ganz schön, ne? Hallo? Hallo? Okay, die brauchen eh noch eine Weile. Wofür sind die? Deine Gemahlung auf Bewegung, Ausdauer um die Rüstung erheblich. Warte. Dann würde ich das ja gerne direkt anwenden. Mehr kann ich gerade nicht. Alles andere brauche ich noch. Man könnte sich wieder mit Steroide vollpumpen. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Wir machen das einfach so. Der Rest ist leer. Den Rest hier nehmen wir noch. Hallo. Wir müssten ja jetzt hier eigentlich auch alles haben, ne? Ich denke, wir haben jetzt hier auch alles. Weil da oben gab es, glaube ich, nichts. Haben wir es jetzt? Ja, noch irgendwo was. Ach. Da unten? Da unten. Hallo. Au. Und noch einer. Komm her. Haben wir es jetzt? Wo kommt die Leiter her? Ach so, von den Betten. Ah. Okay. Aber ich glaube, dann haben wir es hier. Aufs Dach kommen wir hier ja nicht. Okay, wir können jetzt unsere Sachen nehmen und nach Hause gehen. Au. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts gebrochen. Aber ausnahmsweise glaube ich mal nicht. Okay, wir können gehen. Wir können gehen. So, ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und wir ab nächste Woche dann eine bessere Qualität haben, was Mikrofon angeht. Ich habe mir nämlich ein Headset bestellt. Das kam gerade an. Ist halt nichts Besonderes, aber zumindest bin ich mal gespannt, was das taugt. Wir haben wieder ordentlich Zeug eingenommen. Finde ich gut. Okay, ich glaube, wir brauchen eine bessere Schaufel. Dann können wir langsam anfangen, rumzugraben. Apropos, warte mal. Ich habe ja noch einen Punkt zu vergeben, ne? Ich trinke. Wo wollte ich was verbessern? Theoretisch hier. Aber es hat noch Zeit. Dann machen wir das hier, dann können wir nämlich die hier noch irgendwann weitermachen. Langsam wird's wichtig. Dass wir halt mit Werkzeugen mehr Schaden machen können. Weil das bisschen hier... 27 Schaden ist jetzt nicht unbedingt viel, ne? Bei so einem Stein. Wir gehen nach Hause, wir gehen nach Hause, wir gehen nach Hause, tralalalala. Hallo, Mr.
Bade, how are you today? Haven't seen you in a while. I was worried. You okay? Whoa. Miss Survival. Zum Glück ist der Nebel hier nicht allzu schlimm. Oh, und es regnet. Naja, wir sind direkt da. Can't complain, I suppose. Okay. Then everything is good. I was a little worried. Okay. Oh, congratulations. Here's your reward. Sucker. Nee. Nee. Zurück. Oh, look, another dumbass stumbling into my shop. Alter, die Klappe. Überlege ich noch. Ich glaube, die behalten wir noch. Alles andere. Hier werden wir noch brauchen, wenn wir spätestens einen Käsekuchen herstellen wollen. Okay, wir haben 300. Now that we're done doing business, get out of my store. Fischtacos! Ihr könnt Fischtacos herstellen! Woo! Der Traum von unserer eigenen Taverne wird immer größer. Immerhin können wir schon Tee und Kaffee anbieten. Und diverse Eintöpfe. Aber wir müssen dringend nach Hause. We missed the first black moon. And therefore a few of my deaths. Oh! Da, die stecken sich. Das ist cool. Und wir sortieren ab. Wir sortieren ein, tararein, dein, dein, tararein, dann, dann. Wir müssen dringend mal die Rüstungen sortieren. Bisher haben wir nichts doppelt, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Haufen Sandwiches. Und ich weiß, dass wir sie noch brauchen werden. Spitzhacke, Axt, Messer. So, ändern. Dann nehmen wir das hier mal raus. Das können wir auseinandernehmen und das hier. Die Abnutzung um 25%. Was haben wir hier noch so für Mods, die wir benutzen können? Nicht viele. Ja, die Jäger-Mod. Wir brauchen dringend bessere Pfeile und Bögen, damit wir das nehmen können. Auch zusätzlich. Das ist ein Schalldämpfer. Das ist schnelle Zielerfassung. Verbessert die Waffenhandhabung. Ist auch ganz cool. Das brauchen wir noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Für das Messer könnte man eventuell später noch. Vielleicht warten wir damit noch, bis wir dann die nächst besseren herstellen können. Und ich brauche noch ein bisschen was zum Reparieren. Oder? Das ist schon nicht schlecht. Aber wir brauchen viel mehr davon. Ich glaube, für
noch drei. Wir brauchen noch drei für den Zementmischer. Aber... Mischer? Man kann ja schon mal gucken, was wir alles für ihn brauchen. Geschmiedetes Eisen, 25 Schraubenfedern, Motor, mechanische Teile. Ich glaube, bis auf das geschmiedete Metall haben wir alles, ne? Wir haben die Schrauben. Wir haben den Motor. Mechanische Teile haben wir. So, wirklich, wir brauchen eigentlich nur geschmiedetes Eisen. Machen wir das doch mal. Wir müssen wieder mehr graben. Verbrochenes Glas kann in der Schmiede zu Glas zerschmolzen werden. Du kannst damit auch einfach allem ein Ende setzen, wenn dir die Apokalypse zu viel wird. Nein. Nein, das ist ein bisschen sehr bitterböse. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir Glas brauchen. Gotta go hardware shopping. Alrighty. Mr. Bale, wish you good luck with that. See you later or next week or whenever you have time and are in the mood for that. Okay. Wir können noch ein paar Samen raussitzen. Mais bräuchten wir. Finden das da und das da. Das da auf jeden Fall. Alles andere weiß ich noch nicht. Es geht doch nichts über ein bisschen Gartenarbeit, nicht wahr? Ja? Apropos Hopfen. Der Hopfen ist ja gerade tatsächlich im Real Life, ne, ist er gerade reif. Also an alle Bierbrauer, holt euch euren Hopfen. Ne? Komm schon. Was zum... Ach so. Ach nee, da sind welche drauf. Ich habe sie nur nicht gesehen. Ah. Und das ist im Anbau. Okay. Alles andere ist noch alles Anbau. Wir... Nee, geht nicht. Klingt immer so lecker. UTP Wall Sockets on Company Costs. Oh, I see. Have fun. Have a lot of fun spending other people's money. Wir haben hier wirklich eine sehr ruhige Nachbarschaft, nicht wahr? Könnte man sich glatt überlegen, ob wir hier nicht irgendwo in der Nähe mal den Bunker anfangen. Vielleicht da hinten, direkt hier hinterm Haus, oder? Ich weiß es immer noch nicht so 100 pro. Wo waren wir gerade? Wir waren hier, ne? Hm. Ich weiß nicht, wo ich bauen soll. Bin doof. Ah. Sehr gut gehen, weiß ich. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass ich ein paar Bäume fällen gehe. Die Eule geht mir nämlich echt auf den Sack. Nein, natürlich nicht, aber man tut ja gerne mal so, nicht? Als ob. In der Zwischenzeit kann unsere Schmiede Dinge tun. Für das Ding brauchen wir dringend eine Mod. Weil den Schaden, den wir damit machen, 70 Schaden, ist immer noch mehr als das Doppelte, als was wir vorher gemacht haben, aber... Und das zieht an unserer Ausdauer. Hallo? Baum? Geisterbaum. Ich habe noch kein Reparaturding, ne? Ich brauche doch noch einen Hammer.
Ist hier ein Stein? Das ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Entschuldigung. So. So, den hatten wir ja auch weg, weil er stört auch. Man sieht hier nämlich nichts bei dem ganzen Geblättere. So. Der muss auch weg, weil da siehst du auch nichts hinter. Er verschwunden, ich hoffe. Wir machen gerade gut Holz. Sehr gut Holz. Vielleicht bauen wir den Bunker wirklich einfach hier hin. Dann sind wir immer noch sehr dicht dran am Händler. Haben aber ein bisschen Platz. Und kommen von hier eigentlich auch ziemlich gut überall hin. Weil die Straße auch in der Nähe ist. So, das heißt, ich brauche erstmal nicht ganz so viele. Machen wir erstmal 50. Nee, warte. Machen wir erstmal 100. Zwischenzeit machen wir hier noch ein bisschen Platz. Wir haben echt noch erstaunlich wenig Probleme hier mit unseren Zombies, ne? Nachts ist hier so eine Ruhe, das ist toll. Also bis auf die eine Screamerin, weil halt die Schmiede lief, aber ansonsten ist bisher ja alles echt entspannt. Und ich drehe mich gleich um und bin umzingelt von einer Horde Bären und Wölfe und weiß der Geier wahrscheinlich. Okay. Die Totenbäume können wir auf jeden Fall weghauen. Die braucht keine Sau mehr. Die sind auch wirklich unnütz. Die machen nicht mal mehr Sauerstoff. Tod ist tot. Zombiebäume. Ich finde es interessant, dass mit der Axt hier die Dinger nicht umfallen, sondern einfach verschwinden. Und da macht man hier so einen Krach, weißt du, und nichts kommt. Keine Nachbarn, die sich mal beschweren über den ganzen Lärm? Ich meine, bin ich dankbar für, aber ein bisschen seltsam ist trotzdem. So. Wie sieht's aus? Haben wir? Für alle Fälle. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz meine Aufzeichnungen suchen. Wo sind sie? Ja. Und dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Warte, habe ich mich jetzt nicht verzählt? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Verdammt! Und der da hat uns noch nicht gesehen. Finde ich gut. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Über 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Baum im Weg.
Mal gucken, ob uns jetzt der Zombie hört oder nicht. Wir sind durstig, ganz toll. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, verdammt. Mann! Zählen ist heute nicht meine Stärke. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 29, 30. Meine Güte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sollte ja stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ich mache alles nochmal gerade. So. Passt, wackelt, hat Luft. Kann losgehen. Juck. Hi. Ah, der hat uns doch gesehen. Oh, es ist ein Feral. Nee. Stirb endlich. Langsam werden die fies. Haben das alle? Gut. Hey. Ja, wir haben ja Hunger und Durst, ne? Was für ein Nebel. Als ich noch ein Teenager war, bin ich irgendwann mal nachts aufgewacht. Und damals war es nur so, dass in meinem Zimmer dann halt noch die... es war immer sehr hell, weil wir hatten ein Haus mit Garten. Dazwischen war ein kleines, war praktisch ein leeres Grundstück. Und dann weiter hinten war dann halt so ein Musterhaus, das auch nachts angestrahlt wurde. Und es hat dann entsprechend immer bei mir ins Zimmer geleuchtet. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwann nachts aufgewacht, guck mich in meinem Zimmer um, hatte meine Augen total verkleistert. Guck mich in meinem Zimmer um, wundere mich, warum alles so verschliert ist, hab mich dann gefragt, ist es in meinem Zimmer immer so neblig? Und bin wieder eingeschlafen. Bin am nächsten Morgen aufgewacht, hab erstmal abschrecklich gelacht. Ich glaube, wir brauchen hier hinten noch eine Tür. Mach uns hier mal eine Tür hin. Diese war ja eh schon angeknackst, wie es aussieht. Also machen wir hier hinten noch eine Tür rein. Passt schon. Holz haben wir mittlerweile richtig viel. Holy shit. Gut, wir werden es auch brauchen. Wir werden sehr viel Material brauchen. Ich würde auch sagen, wir machen uns auch erstmal nur eine Holztür hin. Das reicht ja. Ne? Das reicht. Was wollte ich denn gerade? Wo kommt der Honig her? Wo kam der Honig her? Ich bin verwirrt. Hm. Muss man nicht verstehen, oder? Okay, ich nehme uns mal ein bisschen Gemüsebrühe mit. Fischtacos machen, Kind, bin ich kein. Und wir machen das, weil wir es können. Fischtacos, 3 Stück. Ups.
Einer zu viel, aber es macht nichts. Wie sieht's aus? Cool. Wieder zwei Wasser gesammelt. Was wir noch bräuchten, wäre der Filter. Dann müssen wir das nicht mehr selber abkochen. Nehmen das mal mit. Nur für alle Fälle. Oh. Wir könnten aber auch mal wieder ein bisschen was einschmelzen, glaube ich. Ein bisschen braucht man auch so immer noch, aber... So. Das lassen wir mal trotzdem. Mal gucken, wie wir das dann machen. So im Halbschlaf oder so, also so diese seltsamen Gedanken, die sind immer wieder schön. Amüsiere mich da jedes Mal. So, da lang. Ich glaube, wir werden sehr viel Erde bekommen. Ah, juckt. So. Das Ganze machen wir jetzt 5 tief. Das sind 3. Und zwar, wir kommen noch hoch. 4. So. 5 tief. Das wird noch sehr lustig. Aha. Hm. Oh. Kommt es, dass wir jetzt plötzlich schneller graben können? Gar nicht. Hä? Muss ich das verstehen? Oder ist es, weil wir von unten graben? Und da schnell ist man da stärker irgendwie? Ist ja merkwürdig. Okay, aber ja. So weit, so gut. Kann sich nur um Stunden handeln. Es wird so lange brauchen. Eigentlich muss ich sogar noch eins tiefer gehen, weil das ist ja dann erst nur die unterste Schicht. Dang it. Dang it. Dang it. Vielleicht machen wir erstmal eine Reihe fertig, ne? Ah! Wait, wait, wait. So. So. Ich brauche den Hammer. Ich brauche den Hammer. Es geht nicht anders. Wir brauchen den Hammer. Wir müssen einen Hammer machen. Hammer machen. Hammer, 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 Hammer. Dieses Erdloch erinnert mich so an Enshrouded. Maulwurf-Ausbildung geht bei dir ja weiter. Ja, es gibt so Dinge. Ich brauche den da. Wir brauchen geschmiedetes Eisen, wir brauchen Holz, wir brauchen Leder, wir brauchen Klebeband. Kein Problem. Leder und Klebeband. Oh, und geschmiedetes Eisen. Was war's noch? Das war's. Davon brauchen wir einen. So. Kann sich nur um Stunden handeln. Unsere Tacos sind fertig. Wer will nicht im Land sein, wenn Taco-Dienstag ist? Oder ist es Taco-Donnerstag? Taco-Tuesday. Ich muss mal wieder Getränke mitnehmen, ne? Oh, ich muss erstmal welche machen.